Ja, ich würde mal sagen, die Fenster stehen. Ja, ne, nicht ganz. Also, ne, so, weil wirklich fertig sind wir nur mit dem hier. Aber wir müssen noch hier die Türmchen machen, die Wände hochziehen. Ja. Und das machen wir dann alles in dieser Folge. Und das Ganze sehen ihr dann nach dem Intro. Ein Thema habe ich auch. Aber nur ein kleines. Bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LBLP, Let's Build Living Potter, meine Potterwelt. So, wir machen jetzt diesen Turm endlich mal fertig. Ja, und dann schauen wir mal. Das könnte man hier auch. Ja, normalerweise müsste ich ja hier auch noch einen Schritt raus, ne? Ja. Was bin ich am Überlegen? Machen wir jetzt erst die Türme. Weil das müsste ich ja hier sozusagen. So. Ja, ne? Machen wir mal hier die Verbindung. Weil das sind ja keine Riesentürmchen, sondern nur so kleine. Und dann schauen wir mal, ne? So. So, ja, wunderbar. Ja, wollt ihr irgendwas erzählen, ne? Ach so, ich habe mal wieder vergessen, dass es mit mir, der lieben Melli, ist, dieses Living Potter. Ich lerne es noch. Ach Mann, immer noch nicht gemacht. Ich glaube, da hatte ich wahrscheinlich keine Nether-Ziele mehr. Das kann ich mir eher vorstellen. Aber ist ja jetzt auch egal. Wir machen jetzt erstmal gucken, dass wir hier das Innenleben ausfüllen. Und eventuell, ich bin gerade am Überlegen, ob ich hier eventuell noch einen reingehe. Das könnte gut nicht schlecht aussehen, weil einerseits müssen wir ja auf den Schritt reingehen. Ja, ich weiß, das hintere Fenster ist mir normalerweise nicht. So, dann macht man nämlich hier. So. Mal das hier. Das war der falsche. Und dann könnte man. Nein, nicht mit dir. Mit dir arbeiten wir. So. So, dann müssen wir erstmal gucken. Wie haben wir denn hier? Also hier innen drin sind es vier. Ich glaube, von außen waren es drei. So, eins, zwei. Nein. Jetzt können wir. Eins, zwei, drei. Und dann kommt das. Eins, zwei, drei, und dann kommt das. Und der ist nämlich eigentlich ein Stock vorne vor. Das kriegen wir hin. So. Das haben wir alles. Aber hier geht ja unsere Türmchen weiter. Da können wir nämlich hier so ein bisschen. Ups. Na, das machen wir mal zu. Ich habe nämlich keine Lust, da reinzufallen. So, und dann können wir nämlich hier das Ding als. Ja, können wir so als. Ein weiter. Müssen ja gucken wegen dem hier. Dass wir da oben irgendwie das hinten zukriegen. Aber das passt doch eigentlich, ne? Von der. Ja, funktioniert alles. So, drei haben wir gesagt, ne? Immer von außen. So, eins, zwei, drei. Dann kommt hier der drei. Eins, zwei, drei. Und einmal dahin. Und dann müsste eine Viererbreite übrig bleiben. Ist das auch so perfekt? Weil ich habe zu gerade Wände. Eins, zwei, vier. Da. Am vierten Stein. Eins, zwei, drei, vier. War jetzt alle? Ja, perfekt, ne? Perfekt. Wie weit bin ich hier hochgegangen? Na toll. Eins, also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, passt doch. Also, eins, zwei, drei, vier, sieben, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und da. Ernsthaft? Ich jetzt so verzählt. Eins, zwei, drei,
5, 6, 7 habe ich. Okay. Ich glaube, die hatte ich auch noch weggenommen. Hä? Ah ne, den muss ich noch wegnehmen. So. Ernsthaft jetzt? Nochmal von vorne. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Und dann bin ich rübergegangen. Aber das sind doch jetzt keine 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt sind 7. Na, gehst du wohl auf die Spitzhacke. Ja, und dann hatte ich ja hier die da drauf gesetzt, ne? Ja. Oh. Der hat sich gedreht. Habt ihr das gesehen? Dreht er sich einfach. Tschitschitschitschitschitsch. So, und dann noch den. Und den. Ernsthaft? So, jetzt nochmal das Spielchen. Bam! Bam! Ja, doch. Ja, sieht doch schon mal nach was aus. Also, das ganze Spielchen machen wir jetzt auf allen vier restlichen zwei Seiten auch noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 und dann geht's hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann geht's hoch. So. Ja. Bravissimo. Wie gesagt, diese Spitzhacke, die ist schon echt. Echt pornös. So. Ja, passt doch. Und dann hauen wir direkt die da drauf und dann passt das wieder wunderbar. So, und das heutige Thema ist ja meine Meinung zu LBF. Oh nee, Leute, also so langsam bezweifle ich, ob mein Gehirn noch funktioniert, nämlich gar nicht. Ja, kann vielleicht auch daran liegen, dass ich leicht übermüdet bin, weil in den letzten, also ehrlich gesagt, so in den letzten Wochen der Schlafrhythmus ist komplett Kokolores. Also total im Arsch und ja, also schlafen tue ich nicht wirklich gut und habe ich seit Montag wieder Frühschicht und ja, das ist natürlich, das geht bei mir so ein bisschen aufs Gemüt und gestern bin ich auch ein paar Mal eingeknickt und eingeschlafen, aber ihr gesagt, Entschuldigung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und ja, ist, also im Moment weiß ich auch nicht, was los ist. Dann habe ich so riesen Schmerzen in den Schultern und in den im Rückenbereich. Und ja, ich habe auch keinen Tag so wirklich, wo ich mich mal wirklich nur einfach die Schulter hängen lassen. Das habe ich jetzt Sonntag mal gemacht und gebracht hat es, würde ich denken, nämlich gar nichts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ja, deswegen ist im Moment die Hirnzellen technisch, glaube ich, nicht viel auf dem zu machen. Ja, deswegen kann es dann halt schon öfter mal vorkommen, dass bei mir die Worte so ein bisschen verdrehen und verhebeln und ich nicht weiß, was ich sagen soll. Aber dennoch hat es ja nichts mit dem Thema jetzt zu tun, denn unser Thema wird heute sein die fantastischen Tierwesen und nicht LBFB oder Let's Build Manhattan, wie er das gerne jetzt momentan nennt oder wie er das im Moment nennt. Ja. Oh Gott. Naja. Ja, was halte ich davon? Meine Meinung dazu? Ja, also ich muss sagen, also ich habe meine Erwartungen komplett übertroffen. Ich liebe diese Filme. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich weiß warum. Die Tatsache, dass... Gut. Sagen wir jetzt nichts zu. Dass es in Manhattan und oder in New York generell spielt,
also der erste Teil zumindest, ich glaube der zweite Teil, war in Paris. Auch eine sehr schöne Stadt, aber passt nicht so ganz in mein Leben. Also, nee, Paris, ich würde da gerne auch mal vielleicht für eine Woche oder so ein paar Tage Urlaub machen, aber mehr auch nicht. Ja, und Amerika ist ja so ein Land, was ich ja absolut vergötter, kann man schon fast sagen. Also ich liebe dieses Land und würde da auch gerne selber hin, wenn du schon die Drehorte sich anzugucken, ne? Ja, ich meine, die haben zwar viel Kulisse, oh, ich wollte gerade sagen, da war doch noch was. Die haben ja viel Kulisse nachgebaut und sehr viele Fehler reingekloppt. Ja, ich erinnere mich nur an ein Bild, was der gnädige Herr Winz gezeigt hat. Da ist nämlich auch ein Filmfehler drin. Da wird im Hintergrund ein Gebäude gezeigt, was es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gab. Ja, Recherche lässt grüßen. Ja, und deswegen hatte ich ja auch ein Format geplant über die USA, dass ich euch so ein paar Hintergrundinfos rausdroppe, wie so das Leben dort ist, wie hoch Kosten sind und welche Bedeutung die Flagge hat, denn die hat auch eine Bedeutung, also die ist nicht einfach willkürlich entstanden. Oder wie halt überhaupt die Entstehung, bitte, die Entstehung von Amerika und wie sich das komplett aufbaut. Ja, da hänge ich noch ein bisschen in den Recherchen, daher wird dieses Format auch ein bisschen noch dauern. Und ja. Aber ihr könnt euch drauf freuen. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ja, und dann in der Zeit bauen wir hier ein bisschen Hogwarts nach. Und ja, gucken, dass wir Lego Harry Potter ein bisschen spielen. Und ja, wer natürlich auch meine Folgen von LBSS kennt, ja, da könnt ihr euch auch drauf freuen, denn da werden ein paar Gebäudeteile und Gebäudeaspekte aus der amerikanischen Welt, also aus Amerika mit eingebaut werden. Meine Güte, ich sag ja, heute ist nicht mein Tag. Ja, wird dann so ein bisschen mit einfließen. Natürlich schiefe Dächer, also gerade Dächer, wird es mit Sicherheit geben. Alleine schon die Einkaufscenter. Das wird gerades Dach haben und wird auch dementsprechend sein, was ich mir natürlich auch schon rausgesucht habe, dank einer Map. Habe ich dort eine tolle Bibliothek entdeckt. Ja, das Lustige ist, die ist rundlich. Die wird rundlich gebaut. Also von daher könnte das sehr lustig werden. Weil die baue ich ja dann mit meinem Sohn zusammen. Vorausgesetzt, es klappt mit einer Together-Folge, wo wir diese Bibliothek bauen. Ja, und dann schauen wir mal, ne? Erstmal hier noch. Dann haben wir jetzt auch 13 Minuten. Das kriegen wir hin. Aber erstmal hier drin. Wieder der obligatorische Stein. Und dann gehst du wohl dahin. Ja, ich würde sagen, wir ziehen das Ganze bis hier hin. Erstmal. Und dann können wir das ja immer noch hochziehen. So. Ach, ich habe nur die eine Seite gemacht. Nicht im Bulle. Hallo? Dann sollte man schon den Rest auch noch machen hier, ne? Ich bin schon gerade gewundert, warum der Robert fehlt doch hier. Ernsthaft. Bitte. Das kann nicht euer Ernst sein. Wegen ein paar Steine. Ja, was halte ich davon? Also ich mag die. Also, habe ich ja schon gesagt, ne? Dass ich die Firma mag und dass ich hellauf begeistert bin. Das ist fantastische Tierwesen und ich liebe diese Tiere und die sind so niedlich. Ein paar kannte man ja schon, aber so im Film. Oh. Das ist aber nicht das, was ich. Das ist nicht gut. Was wollte ich? War das nicht höher machen? Nee, geht leider nicht. Dann müsste ich den hier drinnen bauen. Aber ah, könnte man doch auch machen. Ja, aber gut, dann machen wir das jetzt mal überall. Den raus. Und dann hier oben hin. Weil das sieht, ich finde, das sieht vom Optischen her besser aus. Und man kann besser bauen. So. Und dann gehen wir einmal hier wieder rum. So, dass wir unsere Linie kriegen.
So. Ja, ziehen wir dann direkt mal die Linien hier. Direkt bis hier hin. Das kann man ja immer noch machen. So. Da haben wir es, da haben wir es. Und dann müssen wir noch hier hin. Und dann haben wir alle. Na toll. Wunderbar. Aber der gehört ja eh dahin. Und alles gut. So, jetzt muss ich gleich mal überlegen. Die Türme müssten von der Spitze her bis hier hingehen. So ein großes Dach kommt da auf jeden Fall nicht drauf. Also gehen wir mal eben bis hier hin. So. Einmal hoch und dann das ganze Spielchen. Nochmal. Ich glaube, ich habe eine Linie vergessen zu ziehen, ne? Ja, hier. Aber egal. Machen wir gleich. Bei dieser Höhe. Nur eine Linie können wir noch. Dann haben wir das ungefähr auf die gleiche Höhe. Weil genau hinter diesem Dach fängt ja auch, beziehungsweise hinter die Turmspitze fängt ja auch das Dach an. So, jetzt müssen wir einfach nochmal eben hier. So, einmal da. Oh, wieso blinkt denn da unten mein Teil? Ich hoffe, dass das jetzt nicht mitten in der Aufnahme wieder stoppt. So, jetzt haben wir hier. Oh, ist noch einer hin. Da muss noch einer hin. Ja, hier muss auch noch eine Linie hin und dann haben wir es. So. Dann haben wir es. Hier machen wir jetzt erstmal eben zu. Da blinkt irgendwas. Ich glaube, das ist das Netzwerk. So, ja. Wo waren wir stehen geblieben? Achso, war ich von. Oder jetzt. Nein, da kommt nur das hin. Die habe ich nur abgebaut. Ja, perfekt. So, und eigentlich sind diese Türmchen ja rundlich, also müssen wir ja auch diesen mittleren Strang hier wieder wegziehen. Damit die auch rundlich wirken. So. Okay. Ich hatte jetzt aber schon was. Ach, naja. Ja, ich habe gerade so eine kleine Information über Facebook. Ach, Facebook sag ich schon. Nicht Minecraft. Jetzt habe ich es aber, ne? Oh, guck mal, das sieht toll aus. Ist der nur hier draußen so ein Stück? Und dann passt das. Mal eine Ecke muss ich aber noch, ne? Ja, diese hier. So. Dann wirkt der auch rundlich. Zwar nicht hundertprozentig, aber. Dann wird das da jetzt. Nein, so wollte ich das nicht. Lol. Nee, das sieht doof aus. Das lassen wir. Ja, ich muss ja eh hier unten noch ein bisschen was dran ändern. Aber das könnte man ja. So könnte man das so ein bisschen integrieren. So, dann machen wir. Ah, diese Spitzhacke, ne? Da würde ich es lassen. Dann machen wir hier so. Jetzt gucken wir erstmal. Ja, aber das sieht hier so ein bisschen doof aus, ne? Aber hier finde ich das nicht so prickelnd. Und dann gehe ich mal wieder hoch.
Sieht auf jeden Fall nicht rundlich aus. Können wir mal nachgucken, wenn ihr jetzt. Warte. Irgendwie stört mich gerade mein Mund. Jetzt gehen wir mal ein Stück rüber. Wie viel haben wir? Wir haben jetzt 20 Minuten. So. Warte. Mist hier. Und wieder ein. Halt zu viel abgebaut. So, dass wir hier so ein bisschen rundlich werden. Irgendwann lerne ich es noch. Ernsthaft? Habe ich die Pfeil jetzt so blöde? Dann halt so. Ah, jetzt habe ich es. Jetzt haben wir es. So, dann müsste ich normalerweise hier nochmal hochziehen. Damit das. Ja, rundlich wird, ne? So, das behindert aus. Ansonsten den mittleren Teil kann man ja immer noch abbauen. Weil ich meine aber auch, dass der Stand ein Stück raus soll. So. So, dann gucken wir jetzt mal. Ist zwar nicht ganz rund, aber ganz verkehrt ist es ja auch nicht, ne? Aber es ist immer noch eckig. Ich glaube, ganz rund werden wir es auch nicht hinkriegen. Aber. Ja, toll. Jetzt sieht es ja mal voll bedellert aus, ne? So, dann können wir nämlich den hier auch noch wegmachen. Wir den hier. Warte mal. Haben wir jetzt hier? Aber dann sind wir wieder so weit auseinander, ne? Warte. Wir brauchen ja Struktur, ne? Wir haben ja hier den. Wie sieht das eigentlich aus? Gar nicht mal so verkehrt, finde ich. Mindestens. Ja, hier werden wir auf jeden Fall die Wand wieder hochziehen und ja, wenn wir das geschafft haben, so, machen wir jetzt auf die anderen Seiten auch noch, weil das sieht sonst richtig hoch aus. So, da habe ich echt das. Aber ich denke mal, wir können nach außen ein bisschen was gehen. Und dann. So. Das, was wir hier gemacht haben, müssen wir natürlich hier oben auch nochmal machen. Und hier, das können wir mal lassen. Dann haben wir hier diese Einkerbung vom drinnen. So, geht das dann geradeaus durch. Ja, das können wir so lassen. Auf jeden Fall wird das um einen Block größer. Ja, also ihr könnt mir ja mal in die Kommentare sagen, schreiben, was ihr davon haltet. Also ich würde auch fast behaupten, wir können noch einen höher gehen. Aber das machen wir, wenn die Nether-Dingens da drauf sind. Aber ich finde das hier gar nicht mal so schlecht. Sieht auf beiden Seiten so aus? Ja, ne?
Also ganz verkehrt ist es jetzt nicht, ne? Weil wir müssen ja hier eh mit den Stufen weitergehen. Das war verkehrt. Mist. Alter Schwede. Ja, wir sind ja schon wieder bei 25 Minuten. Ich krieg ne Krise. Ich krieg das immer, krieg das nochmal gebacken, ne? Weil das ist, wenn ich was Neues anfange, muss ich es immer sofort ausprobieren. Und dann passt das wieder, ne? Ehrlich? Ich glaube, wir machen die untere weg. Das sieht doof aus. So. Das könnte man nämlich höchstens nur so lassen. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als mein allererster Versuch. Weil da habe ich mich zu sehr an jemanden orientiert. So, und ach nee, dann geht es ja in die Kurve, ne? Aber dann müssen wir hier in die Kurve gehen. Na gut, das machen wir aber dann in der nächsten Folge und beziehungsweise vielleicht mache ich das auch im Off. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, macht das Beste draus und vergesst nicht auf die verlinkten Videos zu klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao!